Dabei eine der sieben Athletinnen, Raffaela Dorfer. Erste Vorarlbergerin seit 11 Jahren, die hier in Götz ist. Und den Start geht, die letzte war Bianca Dürr. So wie Ivona Dadic ist sie eine, die den 800-Meter-Lauf liebt. Ungewöhnlich diese Zuneigung zu dieser Disziplin, vor allem am Ende eines Siebenkampfes. Leider nicht wie im Vorjahr die Chance auf ein tolles Limit, auf einen historischen Moment, einen Rekord oder ähnliches. Aber wir wünschen natürlich der 22-Jährigen aus Dornbirn noch einen schönen, versöhnlichen Abschluss ihres Götzis-Debüts. Sarah Arz startet nicht, sehe ich gerade im Insert. Damit wird die Belgierin von den letzten 14 Siebenkämpfen auch jetzt mittlerweile den 8. von 14 nicht beenden. Spezialistin für Aufgaben. Damit 6 Athletinnen, die diesen Lauf in Angriff nehmen. Okay, die erste bleibt schon stehen. Alina Fjodorova hat quasi nur teilgenommen und nicht beendet den 800er. Damit nur noch 5 Athletinnen unterwegs. Das sind Katerina Netzvertajewa, die Weißrussin mit der besten 800-Meter-Zeit von 2 Minuten 12,42. Ist die Favoritin in diesem Lauf. An Position 2 Raffaela Dorfer. Dann noch dabei die Schwedin Elinor Rehalin, Valerie Regelt aus der Schweiz und Maria Schumilova aus Russland. Raffaela Dorfers Bestzeit ist 2 Minuten 17,99 in ihrem Siebenkampf. Gelaufen in Florenz, heuer am 3. Mai, also vor einem knappen Monat. Erste Runde, Netzvertajewa in 1:04:73. Dahinter dann Hallin, Dorfer, die Österreicherin, geht jetzt beherzt vorbei an der Schwedin. Übernimmt Platz 2, vielleicht kann sie ja sogar noch die Weißrussin abfangen. Insgesamt ist der Vorarlbergerin nur im Hürdensprint eine Verbesserung ihrer persönlichen Bestleistung gelungen, da um eine Hundertstelsekunde. Jetzt, wie gesagt, die 2:17:99 in Florenz gelaufen, am 3. Mai. Knapp 3 Wochen später schauen wir, was möglich ist. Netzvertajewa war immer noch vor Dorfer, dann die Schweizerin Valerie Regel. Weit zurück schon Schumilova, die Russin. Schaut nach einer relativ flotten Zeit aus. Laufsieg wird es keiner für Dorfer. Katerina Netzvertajewa knapp an ihrer Bestleistung dran, die 2:13:18. Und jetzt kommt da noch die Schwedin. Platz 3 wird es mit 2:17:18. Im Bereich ihres Leistungsvermögens, mit etwas Glück, gibt es sogar noch eine neue persönliche Bestzeit. Auf jeden Fall Laufsieg eindeutig für Katerina Netzvertajewa in 2:13:15 offizielle Siegerzeit. Jetzt haben sie es geschafft, die ersten. Für Elinor Rehalin gibt es noch einmal eine persönliche Bestleistung in 2:17:63. Und Raffaela Dorfer, schade, 2:18:03, 400stel Sekunden nur über ihrem eigenen persönlichen Rekord. Ja, die hat sie wohl verloren auf den letzten 20 Metern. Da war es dann schon ziemlich hart, sieht man hier. Aber
wunderbar kämpft jede Athletin, das sehen wir schon mit dem Rest der Kräfte. Valerie Regel in 2:18:40 verbessert sich auch gegenüber ihrem besten Mehrkampf. Und Maria Schumilova 2:24:69, das kann natürlich auch passieren, so ein Einbruch wie bei der Russin. Bin gespannt, ob das dann auch bei den Besten der Fall ist, die noch um die Podiumsplätze kämpfen. Also Glückwunsch zur Absolvierung des ersten Götzis-Siebenkampfes an Raffaella Dorfer. Am Ende werden es 5.029 Punkte sein. Knapp 300 Punkte unter ihrer eigenen Bestleistung. So, jetzt muss die Schwedin Elinore Hallin noch mit Krämpfen vom Feld getragen werden. Sie hat sich da bis zum Schluss verausgabt. So schnell gelaufen wie nie zuvor. Ich hoffe, dass sie sich da schnell wieder erholen wird. Also, zwei Bestleistungen.